Hallo Leute, heute reden wir mal darüber, über geistige Behinderung, wenn man bei der Geburt zu wenig Sauerstoff erhalten hat. Ist ja auch ein Gesprächsthema vom Abonnent. Der hatte ja das letzte Video ja gerne mal gefragt, ob ich das ansprechen könnte. Und ja, das kann ich gerne mal hier in dieses Video gerne mal ansprechen. Aber bevor das Video beginnen tut, hier eine kleine Umfrage. Schaffen wir in dieses Video die 100 Likes auf dieses Video? Und noch mal eine kleine Umfrage. Schaffen wir in dieses Video die 100 Kommentare? Und auch vielen Dank schon mal für das letzte Video, das so sehr oft geklickt wurde ist. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Mittlerweile schon bei über 330 Aufrufe und schon über 137 Likes. Auf jeden Fall vielen Dank dafür für das letzte Video, da ich so fleißig mitgeliked habe und geklickt habe auf das Video. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich auf das Video das Ganze nochmal machen würde. Aber jetzt machst du das Gesprächsthema erst. Was passiert denn, wenn man bei der Geburt zu wenig Sauerstoff erhalten tut? Es kann natürlich passieren, dass zum Beispiel, wenn man eine gewisse Phase kein Sauerstoff erhalten tut, in der Zeit noch auf die Welt kommt, dass gewisse Gehirnzelle absterbe oder sogar beschädigt werde. Das kann in jeder Form sein, dass das Kind zum Beispiel eine Lernschwäche hat oder halt über Lernprobleme hat. Und es kann natürlich auch dazu Folge habe, dass auch Panik bekommt, wenn das später erwachsen ist. Wie meine ich denn genau jetzt Panik? Ich meine Panik damit, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn das Kind zum Beispiel so wenig Luft erhalten tut oder gar keinen Lufterhalt tut, es steht ja so eine gewisse Panik bestimmt auch für das Baby, auch wenn man noch so klein ist, weil ihr kennt ja bestimmt selber, wenn man zum Beispiel unter Wasser ist und man eben keine Luft mehr hat oder halt eben Sauerstoffnot hat. Und das ist ja für so ein Baby ja ganz, ganz schlimm, wenn man da keinen Sauerstoff erhalten tut. Und es kann so eine gewisse Art von Panik entstehen, so eine leichte psychische Gefährdung. Wenn man dann später etwas älter ist, kann man das vielleicht erst feststellen. Also eben bei manchen Sachen sehr leicht Panik bekommt, wenn er zum Beispiel keine Luft bekommt oder in enge Räume zum Beispiel, kann es auch sein. Und es kann natürlich auch sein, dass Durst, weil der Gehirn zu wenig Luft bekommt, da man so im schlimmsten Fall davon sterben kann. Also in dem Fall das Baby. Und es kann natürlich auch sein, dass er eine extrem schlimme geistige Behinderung zur Folge hat. Was heißt das genau? Zum Beispiel im Rollstuhl, kann überhaupt nicht sprechen, ist nie anwesend, also den Gesichtsausdruck von der Mimik her zum Beispiel ist einfach still, das zeigt einfach keine Mimik, die ganze Motorik fehlt und was weiß ich alles noch so. Das kann natürlich auch so Folge haben, dass eben das dann so Folge haben kann. Und hier kommen wir auch vielleicht nochmal zu sprechen, wenn das Kind so eine schlimme geistige Behinderung hat, ob man das lieber in ein Wohnheim versetzen tut oder nicht. Ich werde über Wohnheime nochmal genauer rüber reden. Ein extra Video für, also extra Video, wo ich über Wohnheim ganz genau rede. Aber hier rede ich dann erstmal darüber, ist es hart oder egoistisch, so ein Kind, sage ich mal, in ein Wohnheim zu stecke oder halt eben bei sich zu Hause zu behalten. Bis zu einer gewissen Grenze geht das ja. Aber wenn das so extrem schlimm ist und man auch selber sich versorgen muss, man muss denken, so ein Kind muss man das lebenslang versorgen. Und ist halt eben, wenn man das lebenslang versorgen muss, auch Windelwechsel, weil er auch selber nicht auf Toilette gehen kann und und. Und es kann so sein, dass manche Eltern solche Menschen in ein Wohnheim stecken tut oder bei Pflegeeltern. Von meiner Sicht würde ich sagen, solange das noch alles selber
machen kann, also so wie ich zum Beispiel, ist also wie, auf jeden Fall egoistisch. Aber muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, was er da gerne machen will. Auf jeden Fall ganz klar. Und auch was das Kind natürlich selber für sich möchte, sollte man auf jeden Fall ganz klar darauf hören. Und muss er über die Person im Einzelfall entscheiden, ob das gut fürs Kind ist oder eher nicht gut. Das kann man jetzt hier von Video ganz schwer sagen, was egoistisch oder nicht egoistisch ist. Egoistisch würde ich fände, wenn man zum Beispiel die da reinstecken tut, aber sie nicht jedes Wochenende besuchen geht. Das zum Beispiel würde ich bis zu einer gewissen Grenze egoistisch finden. Klar kann man mal ein Wochenende ausfallen lassen, wenn man da irgendwas vorhat oder was zu tun hat. Aber ansonsten würde ich sagen, jedes Wochenende sie halbe Besuche zu gehen, würde ich einfach mal so sagen. Es kommt nochmal darauf angesprochen, wie das so ankommt, wenn das auf die Welt kommt. Wenn es zu wenig Sauerstoffgehalt tut. Kann zum Beispiel gewisse Sachen nur auftreten, zum Beispiel Gehirnblutung, dass auch dadurch gewisse Sachen oder gewisse Bereiche in das Gehirn halt eben betätigt werde. Und das kann eben sehr, sehr schlimme Folge haben, bis zu einem Tod sogar. Und wie ich es vorhin schon erklärt habe, die gewisse Bereiche in das Gehirn werden auf jeden Fall beschädigt. Kleinhirn oder Großhirn oder sonst irgendwelche Zelle. Die Zelle kann mir dann leider nicht mehr aufbauen. Und das ist ja sehr schade, dass man eben solche Menschen nicht besser helfen kann, bis die auf die Welt sind. Weil 4% die Behinderung sind angeboren, also sind so angeboren, vor die auf, überhaupt auf die Welt gekommen sind. Aber ungefähr den Rest davon stammt aus Unfällen, auch durch einen Geburtsunfall zum Beispiel, jetzt hier kurz mal angesprochen, kann das zur Folge haben, dass man über eine geistige Behinderung in was für einer Form auch immer haben kann. Habe es schon gesagt, es gibt leichte Fälle und schlimmere. Und so würde ich sagen, ihr könnt mal eure Meinung darüber, gerne mal über das Thema, gerne mit mir mal in die Kommentare diskutiere und auch gerne mal teilen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir darüber ein wenig diskutieren können. Was hättet denn ihr denn gemacht oder was hättet denn andere gemacht? Ich weiß, viele von euch, von meinen Zuschauern, sind zwar unter 18 Jahre, aber ihr könnt auch gerne mit mir über das Thema diskutieren, was ihr vielleicht später gemacht hättet, wenn ihr älter seid. Ihr könnt das vielleicht von eurer Sicht her besser beurteilen, was ihr denn gemacht hättet. Wenn man zum Beispiel erwachsen ist, kann man das vielleicht schlecht nachvollziehen, was man da eigentlich als Kind wollte früher. Und ihr könnt gerne mal auch eure Sicht sagen, wenn ihr 12 seid und ihr kämmt einfach so jetzt in ein Wohnheim oder so oder in ein anderes Heim zum Beispiel, könnt gerne mal eure Sicht darüber gerne erläutern, was ihr denn gemacht hättet, weil viele von euch waren bei der letzten Umfrage so, sind ja zwischen 12 und 17 Jahre alt, könnt ihr sehr gerne eure Sicht darüber gerne sagen. Also ich finde so, das ist sehr schwierig, ob das Kind in ein Wohnheim soll oder nicht, wenn das laufen kann und alles selber machen kann, wie auf Toilette gehe ich zum Beispiel, muss man auch hier leider ganz klar ansprechen und auch halbwegs sich verständigen kann, wie ich zum Beispiel rede. Aber das macht natürlich auch nicht, wenn das jetzt taubstumm ist oder nicht. Hauptsache, man kann damit Gebärde unterhalten. Sowas kann auch sein, dass über alles kann, bis auf Rede. Dann würde ich sagen, sofern auf jeden Fall zu Hause bleibe. Von meiner Sicht, und wenn das jetzt eine ganz schlimme geistige Behinderung hat, also ich weiß nicht, ob nur zwei unerfahrene Elternteile das Kind angemessen sich versorgen lassen kann, weil das Thema ist doch schon sehr komplex, für damit umzugehen, richtig, besonders wenn es später älter wird. Als Kind oder als Baby geht es vielleicht noch, aber später, wenn es älter wird, kann es ein wenig
schwierig werde oder kompliziert werde, damit umzugehen. Und wie schon gesagt, könnt gerne eure Meinung in die Kommentare gerne schildern, was ihr darüber dann gemacht hätte. Also bei mir ist es immer noch so, also zwei Stühle, sag ich mal, was ich dann gemacht hätte. Also beides kann man machen, aber ich bin der Meinung, das, was das Kind will, soll gemacht werden. Weil Kinderwohl steht an oberster Stelle, würde ich einfach mal hier mal so sagen. Und hier würde ich das Video gerne mal beenden. Ihr könnt auch gerne mal das Video liken, kommentieren oder das Video gerne teilen. Hoffentlich hat euch das Gesprächsthema gefallen. Könnt ihr hier gerne nochmal abstimmen, ob euch das Gesprächsthema euch gefallen hat, ja oder nein. Dann sage ich mal mit die Worte, haut rein.